Der 7:1 von Deutschland gegen Brasilien bei der WM 2014 ist vermutlich das legendärste Fußballspiel aller Zeiten und der gute Todi hat da ein Banger-Video dazu gemacht. Wir schalten ein Like raus und gehen rein. Let's go! Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Deutschland gewinnt das Viertelfinale mit einem knappen 1:0. Hummels der nächste damals. Gegner Brasilien. Nicht nur Gastgeber dieser WM, sondern auch fünffacher Weltmeister und gerne auch das Land des Fußballs genannt. Man war sich bewusst, das wird kein leichtes Spiel für Deutschland. Doch was dann passiert, hat wirklich niemand kommen sehen. Boah, das ist schon mal... Am 30. Oktober... Das ist schon mal richtig geil gemacht. 30.10.2007, da war Lamine Yamal, gerade mal geboren. Fun Fact. Oktober 2007 wurde der Austragungsort der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 bekannt gegeben. Brasilien. Von insgesamt 202 Ländern konnten sich 32 für die WM qualifizieren. Und am 12. Juni 2014 ging es mit der Gruppenphase los. Hier ist nichts Besonderes passiert, außer... Wow, sind das Jennifer Lopez und fucking Pitbull? Die WM läuft keine 11 Minuten und Brasilien schießt erstmal ein Eis. Deutschland zerstört Portugal ohne Gnade. Nein, heute kein Zü. Der Weltmeister. Ganz kurz, ich bin 50 Sekunden drin und das Video. Banger, richtig geil gemacht. Der Kollege wird noch richtig groß rauskommen. Das gefällt mir richtig gut vom Stil her. Von 2010 ist nach nur 2 Spielen rausgeflogen und wurde dabei auch ziemlich zerstört. Im Spiel Mexiko gegen Kamerun wurden 4 regelkonforme Tore geschossen. Davon wurden 3 zu Unrecht nicht gezählt. Der Linienrichter wurde am selben Tag noch gefeuert. Du liegst jetzt 3 Punkte hinten. 1, 2, 5, 7. Hab verloren. Aber heute ist doch nicht Dienstag. Aber das Wichtigste... What? SpongeBob-Memes. Deutschland hat sich, genauso wie Brasilien, mit 2 Siegen und einem Unentschieden ins Achtelfinale gespielt. Nice. Da ging es für Deutschland mit 2 Siegen gegen Algerien und Frankreich weiter ins Halbfinale, während Brasilien ganz knapp im Elfmeter gegen Chile gewonnen hat und auch Kolumbien besiegen konnte. Doch keiner ahnte das noch kommende Desaster der nächsten Runde. Kleine Südamerika-Meisterschaft hier. Am 8. Juni stand das Halbfinalspiel zwischen Brasilien und Deutschland an. Die Prognosen der Fans... Das ist einfach 10 Jahre her, Freunde. 10 gottverdammte Jahre, ich komme gar nicht klar drauf. Die Experten waren sehr gemischt, tendierten aber etwas mehr zu Brasilien. Wo glauben Sie, landen Sie denn? Auf welchem Platz? Oh, ja. Ist alle. Im Endeffekt standen aber alle. Die Chancen beider Mannschaften ziemlich gut. Doch es war klar, das wird ein knappes und spannendes Match. Ja, und dann kam der Anpfiff. Zack, Müller. Müller hat einen rein. Geil. Ja. Nochmal groß. Müller und Schürrle, die wollen auch nochmal hier Party machen. Krank. Okay, was zur Hölle war hier los? Das Spiel fing ziemlich ausgeglichen an und nach 11 Minuten schießt Thomas Müller das erste Tor. Okay, bis hierhin noch alles normal. Deutschland hat zu Beginn ein Tor geschossen, jetzt wird Brasilien wahrscheinlich Druck machen und relativ schnell das Tor zum Ausgleich machen. Die Katzen- und Hunde-Clips dazwischen sind auch ultra-premium. Ja, falsch gedacht. Denn wenig später ist die Situation ein wenig eskaliert. In der 23. Minute schießt Miroslav Klose ein Tor. Kaum ist dieses Tor gefallen, folgt nur eine Minute später das nächste von Toni Kroos. Nice. Aber warum 3 Tore, wenn man auch 4 haben kann? Und wieder nur eine weitere Minute später setzt Kroos diesen Gedanken in die Tat um. Den K.O.-Treffer gibt es dann schließlich von Khedira in der 29. Minute. Und damit wurden 4 Tore in 7 Minuten geschossen. Das bis zur Pause war dann ausnahmsweise mal Ruhe. Die zweite Halbzeit beginnt und Brasilien hat sich wieder gesammelt. Von ihnen gab es diesmal mehrere Versuche, aber an Deutschland kamen sie immer noch nicht vorbei. Etwas Zeit verging, bis dann das Tor vom eingewechselten André Schürrle in der 69. Minute fiel. Und 10 Minuten später wiederholt er das Ganze nochmal. Da macht er noch dazu so ein Banger-Tor, das ist schon wirklich rotzfrech. 7:0. Erst kurz vor Ende gab es den ersten und einzigen Treffer von Brasilien. Durch einen 36-jährigen 3:0.
Jetzt stellt sich vielleicht die Frage, warum hat Brasilien trotz guter Chancen so eine hohe Niederlage eingesteckt? War Brasilien wirklich so schlecht? War Deutschland wirklich so gut? Kann es sein, dass ich zu viele Fragen stelle? Ayo, woran halt die Leben? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, woran halt die Leben? Das fragt man sich nachher natürlich immer, woran die Leben hat. Okay, zum einen haben in diesem Spiel zwei wichtige Spieler gefehlt. Darunter der Kapitän Thiago und Neymar. Thiago Silva, der wegen zwei gelben Karten aus vorherigen Spielen für dieses Halbfinale gesperrt war. Und Neymar, der aufgrund einer Verletzung am Rücken aus dem letzten Spiel nicht mitspielen konnte. Aber ob zwei gute Spieler dieses Chaos verhindert hätten... I doubt it. Aber das war's noch nicht. Nee, an dem lag's nicht. Also es war einfach ein... Es hat einfach alles zusammengepasst bei Deutschland und Brasilien. Das war einfach der Druck, glaube ich, zu groß dann. 6 Stunden vor Spielbeginn dachte sich der brasilianische Trainer Scolari, es sei doch eine gute Idee, kurzfristig etwas an der Aufstellung zu ändern und eine neue Taktik zu entwickeln, die von der Mannschaft noch nie trainiert wurde, aber vielleicht ja effektiver gegen die deutsche Aufstellung wäre. Spoiler, das ist ungefähr so, als würde man wochenlang für eine Klausur lernen und einen Tag vor der Klausur sagt der Lehrer, ach, ich habe noch ein neues Thema mit reingenommen, aber das könnt ihr locker, wenn ihr im Unterricht aufgepasst habt. Kombiniert das noch mit einem hohen Erwartungsdruck, einer Verteidigung, die mit jedem Tor immer mehr zusammenbricht und sehr, sehr, sehr viel Fußballtheorie, die ich euch und mir lieber erspare. Und du hast ein sehr unstabiles... Ja, hätte ich schon Bock drauf hier. Sehr viel Fußballtheorie. Rein da. Brasilien. Seht ihr, da unten bin ich absolut ungesichert. Jetzt bitte aufhören zu werfen! Einmal noch. Hauptsächlich für dieses Ergebnis war aber wahrscheinlich die deutsche Nationalmannschaft, die immer perfekt zusammengespielt hat, jede Chance ausgenutzt hat und so komplett rasieren konnte. Jawohl. So sehr, dass der Trainer Joachim Löw in der Pause zu den Jungs in die Umkleidekabine gekommen ist und sie darum gebeten hat, aus Respekt Brasilien gegenüber einen Gang runterzufahren und lieber keine Tore mehr zu schießen. Nur das ist sowieso das Wildeste an der ganzen Geschichte, dass du als Trainer sagen musst, Jungs, runter vom Gas, wir wollen hier keine Demütigung. Es gab ja trotzdem schon eine Demütigung. André Schürrle war in dem Moment irgendwo anders, hat nichts davon mitbekommen und in der zweiten Halbzeit, als er eingewechselt wurde, zwei weitere Tore geschossen. Aber immerhin ja, was willst du machen? Respektvoll mit ganz viel Trost und einer Menge Umarmungen. Die Schnüffelhand. Aber so richtig interessant wird es, wenn man sich anschaut, was alles außerhalb des Spielfelds so passiert ist. Beim 5. Tor von Deutschland wurden auf Twitter 580.166 Tweets in einer Minute gepostet, womit der Weltrekord für die meisten Tweets in 60 Sekunden gebrochen wurde. Viele haben sich dabei einfach nur über Brasilien lustig gemacht. Soll ich ein Tor schießen? Soll ich es nochmal machen? Wow, die neue Brasilien-Flagge sieht echt gut aus. Ist das die Christus-Neuer-Statue in Rio de Janeiro? 11 Männer. Die Christusstatue macht ja gar keinen Sinn. Neuer musste doch eh nichts halten. Angeklagt wegen Vergewaltigung. Oh je, 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 je. Schön weggebügelt hier. In Brasilien wiederum eskalierte die Situation nach dem Spiel. Es kam zu der ein oder anderen Schlägerei auf der Straße und auf Fans. Mehrere Fans plünderten ein Elektronikgeschäft. Klar, das kommt mir auch als erstes in den Sinn, wenn meine Mannschaft verliert. Und logisch. Es wurden 15 Busse angezündet. Der technische Direktor des brasilianischen Verbandes, Pereira, verglich in einem Interview das Spiel gegen Deutschland mit den Ereignissen am 11. September. Es ist weiß ich ja jetzt nicht, ist halt trotzdem nur ein Fußballspiel, aber ja, Unglück, okay. Wie damals mit den Zwillingstürmen. Du siehst, wie der erste Turm zerstört wird, danach der zweite. Es sah aus wie eine Fiktion, war nicht real. Es ging alles sehr schnell, es gab keine Zeit zu reagieren. Halt, Bro, du kannst nicht das hier mit dem hier vergleichen. Das geht wirklich nicht fit, aber wir können uns denken, wie er es gemeint hat, war halt echt nicht gut ausgedrückt. Aber wo wir schon bei Türen echt nicht. Sind. Nach diesem großen Sieg für Deutschland wurde das Empire State Building am Tag darauf in den Farben Schwarz-Rot-Gold beleuchtet. What? Geil. Was ist aber, wenn es tatsächlich ein paar wenige Leute auf dieser Welt gab, die diesen Punktestand vorhergesagt haben? In einem Video von Easy Languages wurden Leute in Münster nach ihrem Tipp zum Halbfinalspiel gefragt. Ah, ich hoffe auf 2-0. Ich denke mal 2-0 für Deutschland. 3-1. Deutschland gewinnt 2-1. Plötzlich kam dieser mysteriöse Legende. Mann mit Wolfskin-Regenjacke, blauem Rucksack und einer fucking Packung Tiefkühlpizzen von Ja und sagt Folgendes. Hey, können wir dich ganz kurz was fragen? Ganz kurz. Ja. Glaubst du, dass wir die Brasilianer gleich schlagen? Ja, ich denke doch, ne? Wie viel? Das wird ein knackiges 7-1 für uns. 7-1. 7-1 für Brasil, yeah, true. Dankeschön. 7-1. Ja, und die Legende hatte recht.
Zudem gab es weltweit bester Call. 8 Menschen, die beim Tippspiel auf exakt 7:1 gesetzt haben. Einer davon hat 20 US-Dollar darauf gesetzt, dass Deutschland mit 7:1 gegen Brasilien gewinnt. Okay, wird behauptet, es ist gefälscht, aber das wären einfach 46.000 Euro. Und von GG. Den 7 Toren mindestens 1 von Khedira kommt. Sein Gewinn waren am Ende 46.000 Dollar. Damit kann man zum Holy. Beispiel sich und 4 seiner Freunde eine lebenslange Kanalmitgliedschaft bei Todi kaufen mit krassen Vorteilen. Oh, das ist stark. Jawohl, geil, Bonus-Content. Ja, schalle raus, Bruder. Am 13. Juli war es dann soweit. Deutschland spielte im Finale gegen Argentinien. Die erste Halbzeit verging, kein Tor. Die zweite Halbzeit verging, oh immer je. Noch kein Tor. Jetzt wird's gleich legendär. Die ersten 15 Minuten Verlängerung verging, kein fucking Tor. Es war ein nervenaufreibendes Spiel und ich will nicht wissen, wie vielen Deutschen und Argentiniern hier das Herz in die Hose gerutscht ist. Der weil, Puls. Kein Plan, ich war zu dem Zeitpunkt schon längst am Schlafen. Mittlerweile war es die 113. Ich war damals 17 Jahre alt. Es war legendär. Minute. 7 Minuten länger und ein Elfmeter. Über 16 war ich. Weltmeister bestimmt. Bis dann folgendes passiert. 10 Jahre später, ich habe immer noch Gänsehaut. Brasilien hat auch noch das nächste Spiel verloren. Das ist natürlich richtig bitter. Todi, richtig geiles Video. Props gehen raus, check den Kollegen gerne ab. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, bin ich mir sicher, wirst du auch mit dem Spaß haben. Hier klicken und wir sehen uns dort gleich wieder.